Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück in Skyrim. Wir sind gerade in der Glutsplittermine und dabei, diese eben auszuräuchern. Vom Banditen Gesox. Und ich habe schon wieder eine Erzader gefunden. Gut, das dauert einen Moment. Und Schläge, glaube ich, sind es 3 pro Eisenerz, was man erhält. In jedem Eisenaderchen. Jetzt wieder gleich den Bogen gezückt. Aha, hier ist das schon mal keiner, aber man könnte mich leicht spotten. Da hinten ist einer. Oh, und da unten an der Schmiede. Scheiße. Der hat einen entdeckt. Hebt ihn in die Mangel. So, und da hinten wartet der andere. Oder die anderen. Okay, die scheinen ein bisschen benebelt zu sein. Warum kommen die nicht her? Die gleich schon tot. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Aber gut, ich nutze es jetzt mal aus. Ah, der andere kommt jetzt mal. Sayonara. Muss ich ja wirklich noch was hauen? Ha! So muss das sein. Eine Gruppe, die für mich schlechtet. Ihr braucht etwas? Ich trage zu viel, ja, ich trage viel zu viel. Übernehm doch mal du das Tragen für mich, kleine Frau. Nicht böse gemeint. Steige Magieresistenz. Oh, allgemein. Cool. Das ist etwas, das kann man definitiv den Leuten schon mal geben. Oh, jetzt haben wir Eisenpanzerhandschuhe. Fellhelm. Kriegt einfach mal alles Mögliche, was ich da so nicht brauche. Jetzt auch noch einen Rucksack. Ah, Schild kriegt's auch mal. Bessere Waffen vielleicht noch. Ich glaube, sie rüstet auch immer das Beste an, aus an Schwertern, was sie hat. Okay, nee, dann muss ich das Schild wieder abnehmen, sonst rennt sie mit Schild rum. Na, euch. Ich glaube, das hier ist die Kackstätte. Und den Kackeimer nehmen wir mal mit. Das Hängemoos, ich will's haben. Wo ist es? Da. Eisenerzklumpen, Rüstungsschmieden. Oh, jawohl. Eine Rüstungsschmieden gelernt. Jetzt trage ich schon wieder so viel Waffen mit mir rum. Das ist blöd. Ihr braucht etwas? Yep. Wenn ihr es wünscht. Schauen wir mal, was haben wir denn an Gewichtskrams? Boah, sind die Orichalkum-Barren heftig. Also, esse ich einfach mal den ganzen Schnickschnack nehmen. So, die Schmiede. Ja, bestimmt hier nochmal irgendwo ein bisschen Erz abbauen. Pilze bekommen wir noch ordentlich. Dann ab nach oben. War das unserer oder war das nur ein Feind? Was aussieht, war das unserer. Ein ganzes Lager. Aber so ein richtiges Lager. Mit schönen Granatedelsteinen. Yes, Jackpot. Was mir hier noch so ein bisschen fehlt, ist die Arena wie in Oblivion. Es hat so dermaßen Spaß gemacht, da immer die Arena zu fighten. Immer stärker, immer schwieriger. Gibt's sowas hier? Oder habe ich das einfach nur
verschwitzt bis jetzt. Ich bin gleich schon wieder voll beladen. Oha, wo sind wir denn da rausgekommen? Auf jeden Fall noch eine Eisenader und eine Truhe. Sollte die etwa versteckt sein? Wenn, dann sind sie nicht gut versteckt worden. So, her damit. Ein Novizentor. Braucht demnächst mal wieder ein paar Dietriche. Und Gold sowie Silberkette halten. Super. Ich glaube, ich werde mir noch die Investor-Mod von Skyrim besorgen. Damit können wir beispielsweise auch Minen kaufen. Ich glaube, die Minen sind aber noch nicht fertig implementiert. Und dann erhalten wir sogar Gold pro Tag etc. halt. Das ist eigentlich ganz cool. Dann kann man auch in Skyrim wenigstens mal was mit seinem Geld anfangen und investieren. Außer in neue Ausrüstung für den Helden selbst. Sondern so, dass man halt auch wie im richtigen Leben noch ein bisschen mehr Geld machen kann. Ja, noch eine Eisenader, sehr schön. Darunter sind dann auch die Bauernhöfe, die man sich kaufen kann, Tavernen, die man kaufen kann. Ich glaube, Häuser zu vermieten ebenfalls. Die geben dann allerdings den geringsten Lohn. Ja, ich glaube, die muss ich mir noch holen. Die ist cool. Und diese Axt erst. Sweet, sweet. Und da sind wir mit der Glut. Splittermine tatsächlich fertig. Da steht abgeschlossen. Ich wusste doch, dass das da steht normalerweise. Naja, schön. Gut. Zur Honigbäuerei geht's weiter mit unserer Quest. Oh, die zwei sind auch schon abgeschlossen. Mit unserer Quest für die Diebesgilde. Ich hätte jetzt aber nochmal einiges im Inventar, was sowieso verkauft werden muss. Einiges ist gestohlen. Dann bemühen wir uns doch gleich in der Diebesgilde darum, wobei das mache ich solo. Das ist jetzt nicht für euch unbedingt wichtig. Die vergessene Mine. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit irgendwo reinwagen. Wer weiß, ob ich die Dinger packe. Hier ist da jetzt aber noch nicht abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, kann man eine Stadt überhaupt abschließen? Das sind wahrscheinlich eher nur die Minen, die abschließbar sind und diese Festungen, Ruinen. Dergleichen. Naja, damit die Hauptquest weitergeht, muss ich zum Ödsturzhügelgrab, das weiß ich. Naja, gut. Da sehen wir noch aber eine Hütte auf meiner Karte, dann gehen wir doch erstmal diese entdecken. Ach du Scheiße. Wuhu, in your face. Ich sehe da irgendwie mehrere, sehe aber... Ach du Scheiße, das ist ein Werwolf. Bam! Kicken. Ich hab einen Werwolf. Alter, wie geil war das denn jetzt? Hat einen Werwolf geschrottet. Und da ist noch ein Wolf. Ich bin direkt hinter euch. Werwolfspelz, tatsächlich. Es gibt sogar die Pelze davon. Cool. Aber es waren doch vier Gegner, oder? Hab ich mich verzählt. Deckung. Was soll ich nehmen? Du darfst erstmal nehmen. Alles Mögliche, was mein Inventar vollmüllt. Dann mal los. So, irgendwo da drüben.
Was ist das jetzt? Hat harte Ruckler. Erste Mal. Ist es bei mir doch gerade eben abgestürzt. Okay, dann mal wieder hier hoch. Diesen Zweig mitgenommen und dann ist da hinten irgendwo die Hütte. Wann der, ich kann da hinten rüber? Bestimmt. Ha, guck an. Fast. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Einen makellosen Smaragd. Alright. Das Vieh hat das Teil anscheinend irgendwann mal verschluckt. Anises Hütte. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Okay. Na dann, hast du auch bestimmt nichts dagegen, wenn ich dir mal einen Knockback gebe. Und deine Hütte ausraub. Haha, jetzt ab. Ich kann sie jetzt zwar nicht ausrauben. Ah doch, kann ich. Das ist doch cool. Legt sie da und ich kümmere mich um ihre Hütte. Und bin schon wieder vollgeladen. Dammit. Die hat ein bisschen was da drin, ha? Sieht mir auch so ein bisschen aus wie eine alte graue Hexe. Ich vermute mal, sie ist schlicht und ergreifend so eine Waldhexe oder Alchemistin. Und Alchemiebuch. Ja, dann glaube ich, bin ich mit Alchemie ganz richtig gewesen hier. Oha, was ist das denn? Eine Untertür unterm Haus, die Dame etwa doch ein schlimmeres Geheimnis zu verstecken. Aha, ein Alchemie- und Verzauberungstisch. Also war das mit der alten Dame wohl doch ganz richtig und ihrem Hexendasein. Gute Intuition. Haben wir denn was dabei zum Entzaubern? Kann man den Stab denn eigentlich entzaubern? Wir haben Burning Plate. Gucke mal an. Steckt das Ziel 5 Schadenspunkte in Brand. Ja gut, rentiert sich momentan noch nicht. Müsstest du dieses zerstören? Ja. Und kennenlernen. Richtig. Genau. Und die Magieresistenz und Frostresistenz kennenlernen. Dafür müssen wir sie jetzt aber zerstören. Das ist... Will ich's nicht... Ja, könnt ihr eigentlich mal machen. Ja, komm. Haben wir Resistenz gelernt. Lernen wir Frostresistenz. Lernen wir Blitzresistenz. Wiederherstellungsmagie. Zerstörungsmagie. Magiker Regeneration. Geht nicht zu weit voraus. Und dann lerne ich halt eben noch eine Tragfähigkeit. Dann mache ich halt einen meiner Beutel mal kaputt. So. Haben wir schon einiges gelernt hier. Das sieht cool aus. Frostresistenz sieht immer richtig cool aus. Und
Dann sieht man dann immer, was es maximal möglich wäre, glaube ich. Feuerschaden maximal, dann wahrscheinlich mit einem großen... wie war es? Mit einem großen Sehnstein? Da sehen wir zum Beispiel nur die Armseligen, deswegen würden wir nur mit einem Punkt bekommen. Und dann, wenn man das Enchanting weiter oben hat, dann kann man auch die Dinger verbessert enchanten. Ebenfalls. Weiß ich aber immer noch nicht, ob 10 dann das Maximale ist oder das Maximale können, was ich zur Zeit hätte mit den besten Materialien. Naja, werden wir noch rausfinden. Dann mal los. Erstmal verschwinden wir jetzt aus der Hütte der alten Dame. Und ich würde sagen, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann erneut hier im nächsten Part. Bis dann, Leute.